und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Fiction 2. Die Folge geht wieder nur noch 10 Minuten. Oh, ich habe mich in der letzten Folge, war ich so in diesem Zauberding drinne. Mit diesem Sober und hin und her an allem. Wir haben in der letzten Folge ja hier überall komplett die Magnetisierung runtergenommen und überall Soulbound drauf gehauen. Dass ich ganz vergessen habe, in der Zwischenzeit meine Uhr zu stellen. Die Folge sollte ja immer nur noch 10 Minuten gehen und auf einmal ging die Folge 22 Minuten. Gut, ist in dem Prinzip gar nicht mehr noch nicht mal so schlimm, weil wir ja gesagt haben intern, dass wir generell zwischen 15 und 20 Minuten aufnehmen dürfen. Ich mache aber nur noch 10 Minuten Folgen, hatte ich mir vorgenommen, weil ich einfach nicht mehr so viel vorhabe. Und ich werde auch nichts Neues mehr großartig anfangen. Und dementsprechend machen wir hier ganz normal weiter. Heute ist es natürlich wichtig, wir möchten auf unsere Rüstung Haltbarkeit draufkriegen und Schutz. Wir waren schon so weit, dass wir ein Schutz 3 Buch haben und ein Schutz 1 Buch. Heißt eigentlich, wir müssen Papier, wir brauchen Leder. Leder kriegen wir natürlich von unseren schönen, süßen Kühen. Und da laufen wir jetzt direkt mal hin. Kriegt man hier auch, wenn man hier aberntet? Ne, ich dachte, vielleicht kriegt man da Punkte. So, gehen wir mal hier hoch. Komm, ein bisschen haben wir, ein bisschen Weizen haben wir. Da. Da. Ein bisschen können wir abernten, um die Kühe direkt mal zu vermehren. Das werden wir auch direkt tun. Und dann kann ich eigentlich direkt auch mal nochmal wegen den Schokobos gucken. Denn wir hatten ja neue weiße Schokobos bekommen. Und aus Weiß und Gelb wollen wir ja einen schwarzen unbedingt rausbekommen. Das hat aber bislang noch nicht geklappt. Da hatten wir ein bisschen Pech gehabt. So, das passt. Dann machen wir das mal weg. Das ist ja fast alles hier schon wieder komplett gewachsen. Kann man ja hier eigentlich direkt alles abreißen. Na, fast alles. Die, die noch nicht gewachsen sind, lasse ich natürlich stehen. Aber da war zum Beispiel schon mal ein Lovely. Das ist gut, dann brauchen wir gar nicht zum Lager zurückrennen. Zwei Lovelys haben wir. Direkt mal wieder anpflanzen hier. Blub, blub, blub. Es ist natürlich, haben wir das Problem, dass wir mehr Weibchen wie Männchen haben. So, den kleinen Weiß müssen wir jetzt mal rausschieben hier aus der Ecke. Sonst wächst der gute Herr nämlich nicht. Deswegen schieben wir den jetzt mal weg. Der soll nämlich wachsen, der kleine Mann. So. Der soll ja wachsen, der kleine Mann, genauso wie dieser hier. Der müsste nämlich eigentlich schon lange groß sein. Dieser doofe Weiße, der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Gut, dann nehmen wir mal den Weißen, der mir nicht hinterher rennt, zum... Ein Gelbes ist rausgekommen. Ach man. Dann können wir nämlich jetzt nochmal Lofty Gisal holen. Und die anderen beiden Paaren, und zwar den Nicht-Bob und der, der mir immer hinterher rennt. Dann wissen wir nämlich, welche wir schon gepaart haben und verschwenden keinen Gisal. Die anderen da sind eh noch nicht gewachsen. Da, wir haben auch nur noch zwei Lovely. Ich weiß nicht, ob aus Gold, wenn ich den mit goldenen paare, ob da dann schwarzes eventuell eher rauskommt. Ich habe keine Ahnung davon. Ich will aber auch die goldenen nicht so verschwenden, tatsächlich. Das ist Bob. Das heißt, wir nehmen dich. Der hat nämlich keinen Bock, hast du gesehen?
Das ist Bob, ne? Dann brauche ich dich und dich. Noch ein weißes, oh Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt hatte ich fast nur gelbe, blaue und weiße. Und sonst nichts anderes. Gut, gehen wir nochmal zu den Kühen. Vermehren wir die nochmal. Haben alle. Hat noch nicht, wer will noch mal. Sammeln wir noch mal ein paar Level ein. Können leider Gottes die Großen mal alle töten. Weil wir nämlich Bücher brauchen. Gut. Eine Kuh lassen wir, eine große Kuh lassen wir den. Kleinen Kühen. Damit die eine Mama-Kuh haben. Wir wollen ja nicht ganz so gemein sein, ne? So. Sandsbären, perfekt. Sind wieder welche gewachsen. Die pflücken wir direkt ab. Damit wir die direkt essen können. Denn wir brauchen nämlich noch ziemlich viele Bücher. So. Da. Da ist die Workbench. Achso, genau. Ich wollte erstmal neues Papier machen. Natürlich brauche ich erstmal neues Papier. Haben wir schon mal 6 Bücher. Die 6 Bücher gehen wir auch direkt mal verzaubern, aber dafür gehen wir erstmal schlafen. Erstmal Haya machen. Erstmal fein Haya machen, bevor hier irgendwie was wo uns angreift. So, jetzt laufen wir mal hier rüber. Soulbound. Stärke. Effizienz. Schärfe. Schusssicher. Könnten wir auch mit auf die Rüstung machen. Schärfe. Ist natürlich jetzt in die Hose gegangen, quasi. Schärfe, 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 Effizienz, schutzsicher. Schutzsicher können wir mit drauf machen. Schutzsicher, sage ich. Schusssicher. So, da ist noch nichts gewachsen. An unserem Zuckerrohr auch nicht. Komisch. Machen wir dem auch mal die Tür vor der Nase zu. Hat der eben auch gemacht, der Arsch. Jetzt haben wir natürlich noch ein Soulbound-Buch übrig. Ich würde ja gerne auf meinen Hammer Soulbound machen. Auf einen meiner Hammer. Aber das Problem ist dafür, dass wir die schon mit Plünderung und Glück gedingst haben. Und den die ja schon drauf, also Durability drauf gemacht haben. Ist es das Problem, dass der Soulbound nicht mehr drauf geht. Das ist irgendwie so ein Fehler hier. Der Soulbound geht dann einfach nicht mehr drauf. Ja, so, Taumium da oben rein. Das Gehirn weg. Das Fleisch braten wir durch. Einmal da rein. Wir können generell das ganze Essen mal durchbraten. Einfach aus dem Grund, weil das Unmengen an Erfahrung bringt. So. Jetzt einmal braten hier. So. Können wir nämlich gleich alles rausholen, dann kriegen wir nämlich auch Level dafür. Ha, ich bin raffiniert. Ein kleines raffiniertes Teil. So, unser Leder ist ganz wichtig. Das legen wir mal hier oben ab. Zuckerrohr auch. Die Federn können wir jetzt erstmal hier reinpacken. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das räumen wir mal in die richtigen Kisten ein, solange. So, Mauern. So, sortieren wir mal. Sand. Erde. So.
Rücke. Es gibt nämlich auch schon wieder ein bisschen Level, auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen was bringt es natürlich. Dann war es das auch schon mit der Folge tatsächlich. Ja, komm, hör auf zu bimmeln. Räume ich das jetzt noch weg, das Essen. Dann war es das auch schon mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich einen kleinen Daumen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und jetzt ist das Essen. Natürlich brauchen wir jetzt eine größere Essenskiste. Wobei die eine Suppe kann ich gleich mal essen. Dann passen da schon mal so Sachen hin. Die Beeren, die... Die Beeren kann man so auch mal essen irgendwann. Genau. Esse ich erstmal das hier alles. So. Gut. Fresse ich mir erstmal mit Beeren voll. So, wir loggen uns auf dem Weg aus. Das war's auch schon mit der Folge. In der nächsten Folge gucken wir, dass wir auf jeden Fall mehr Level sammeln. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss!